Hallo Leute, heute bewerten wir Schleichpferde aus dem Jahr 2023. Also zu guter Erst diese wunderschöne Haflingerstute. Ich finde sie so schön. Also ich weiß nicht, aber ich mag sie irgendwie auch. So irgendwie sieht sie so sanftmütig aus und so. Und ich würde ihr einfach so eine 9 von 10 geben, weil ich weiß nicht, diesen einen Punkt, den muss ich mir einfach aus Prinzip nicht geben. Jetzt kommt dieser Nordica-Hengst. Also ich weiß nicht, ob ich die Rassennamen richtig ausgesprochen habe. Aber ich finde ihn irgendwie auch voll süß. Ich weiß nicht, dass er irgendwie so lieb ist. Aber irgendwas an der Kopfform gefällt mir da nicht so ganz. Weshalb ich dem auch nur eine 8 von 10 gebe. Wirklich schönes Modell. Und das letzte Pferd für heute ist die Paso Pureno-Stute. Ich bin mir auch bei dem Rassennamen nicht sicher, ob ich es richtig gesagt habe. Aber ich finde sie eigentlich auch sehr süß. Und ich würde ihr so eine 8 von 10 geben. So, das war's auch schon mit dem Video. Ciao!